Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute ist Freitag und wieder einmal Zeit für unser Webinar mit den Ideen, dem Ausblick für die nächste Woche und etwas Education. Hier präsentiert von Tigmill. Ich führe Sie wie immer durch das Webinar. Mein Name ist Mike Seidel und ich gebe Ihnen ein paar Markteinblicke und lasse Ihnen etwas von meinen Handelserfahrungen profitieren. All das heute im Webinar. Wenn Sie mögen, können Sie auch Fragen stellen. Diejenigen von Ihnen, die hier live zuschauen, halt einfach direkt im Facebook-Chat eine kleine Nachricht einstellen und ich gehe dann auch direkt darauf ein. Heute wieder ein etwas zweigeteiltes Webinar. Wir werden das in Zukunft ja auch etwas verändern, dass wir am Freitag Vormittag, also um 9 Uhr, dann immer die Ideen und den kurzen Ausblick für die Folgewoche machen und am etwas späteren Tagesverlauf. Ich denke, wir werden das so um die 14 Uhr rum machen, dass wir hier den edukativen Teil uns anschauen, dass diejenigen, die das Ganze dann auch im Nachgang anschauen möchten, halt auch geteilt sagen können, okay, ich möchte mir nur den edukativen Teil anschauen oder ich möchte mir nur den Ausblick und die Handelsideen für den aktuellen Wochentag anschauen, damit sie hier die Wahl entsprechend auch haben. Ich werde heute im Webinar auch schon ein bisschen darauf eingehen, dass ich einfach das Video teile, an einer entsprechenden Stelle. Das werden Sie dann merken, also da nicht verwundert sein. Wie immer starten wir mit dem Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Das heißt, Sie riskieren hier Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Der Blick auf die heutigen Themen. Wir starten ganz normal mit den Handelsideen. Die habe ich im Blogbeitrag auch für Sie schon veröffentlicht. Es wird heute gehen Entschuldigung, um das Thema Euro-Neuseeland-Dollar. Wir schauen auf Hongkong-US-Dollar und wir schauen auf den Schweizer Markt. Anschließend gibt es den Wochenausblick. Da schauen wir, was die Nachrichtenlage der nächsten Woche ist. Und wir überprüfen einmal die großen Indizes auf ihre aktuelle Situation. Und wenn Sie mögen, können wir hier auf dieser Seite oder an dieser Stelle dann auch noch den ein oder anderen Wunschmarkt analysieren. Und dann geht es in das Thema Know-how. Hier sehe ich gerade einen kleinen Fehler auf der Folie. Da habe ich das Inhaltsverzeichnis nicht richtig aktualisiert. Im Thema Know-how geht es heute um die Trends in Indizes, aber hier nicht unter deren Interaktion, sondern hier schauen wir einfach mal, wie sich eine Prognose im Index wagen lässt, um mal zu herauszufinden, wie Sie im Research den Index einschätzen können und Szenarien entwickeln können, wie es hier mit dem Index weitergeht. Gerade auch in der Berichtssaison gibt es ja immer etwas größere Bewegungen oder kann es auch durch die Unternehmensnachrichten größere Bewegungen geben. Deswegen möchte ich heute hier mal darauf eingehen, wie Sie die Möglichkeit haben, sage ich mal, eine gewisse grundlegende Einschätzung der aktuellen Situation und auch möglicher weiterer Entwicklung hervorzuheben im Index. Das im Thema dann Research im Know-how-Teil. Was haben wir heute an Nachrichten? So viel ist nicht da. Sie sehen es hier, es gibt nur die Relevanz 2 für den heutigen Tag. Um 8 Uhr gab es die ersten Nachrichten zu Erzeugerpreisen in Deutschland. Das ist also Geschichte. Heute auch am Morgen gibt es noch eine Rede eines FOMC-Mitglieds in den USA oder aus den USA. Um 11 Uhr gibt es die europäische Handelsbilanz für den Monat März und am Abend heute gibt es dann wie immer die Daten für den COT-Report. Diejenigen, die das interessiert, die in das Research für die Rohstoffe beispielsweise oder für die ein oder andere Währung hier auf die COT-Daten zurückgreifen möchten. Die werden heute Abend um 21.30 Uhr entsprechend veröffentlicht. Gehen wir nun in die Charts hinein. Ich hatte ja gesagt, im Blog-Eintrag bin ich heute auf zwei Währungen und einen Index eingegangen und das ist das, worauf wir auch mal schauen. Was Sie hier sehen gerade, ist der WTI, der Öl, den habe ich momentan auch immer sehr stark im Fokus. Ich bin hier auch persönlich investiert in diese Trendbewegung hinein. Von der Seite her ist es mir auch wichtig, dass ich diesen Wert auch immer schön auf der Uhr mitbehalte.
Die Analysen gehen also halt auch darin, dass ich selbst das Ganze handle. Ich bin ja auch Händler, ich verwalte hier mein eigenes Vermögen und die Handelsideen fließen dann natürlich in Teilen auch in meinen eigenen Handel ein. Gut, gehen wir rüber zum Euro-Neuseeland-Dollar, eine Währung, die wir nicht ganz so oft auf der Uhr haben, weil es auch eine etwas Nebenwährung ist, aber nichtsdestotrotz, es gibt doch immer mal hin und wieder die Situation, wo sich das Hinschauen einfach lohnt. Was ist hier gestern passiert? Sie sehen es im Chart. Wir hatten eine schöne starke Aufwärtsbewegung. Ich glaube, wir hatten über diesen Wert oder über einen ähnlichen Wert in so einer Chart-Situation schon mal gesprochen. Wir hatten die schöne starke Aufwärtsbewegung hier gehabt, die dann scharf korrigiert hat. Sie sehen es hier in diesem Korrekturmuster, dieser Abwärtstrendkanal, dieser enge Abwärtstrendkanal und die erste Möglichkeit hier wieder auf eine Gegenbewegung zu dieser Korrektur zu spekulieren, war sozusagen hier unten der Ausbruch. Der ist auch gelungen und hat nach dieser ersten starken Bewegung quasi hier einen neuen Trend nach oben gebildet, nachdem dieser Aufwärtstrend, den wir hier gehabt haben, ja gebrochen wurde. Es hat sich aber kein neuer Abwärtstrend gebildet. Von der Seite her hier die erste Möglichkeit. Und jetzt haben wir hier einen Aufwärtstrend und dieser Aufwärtstrend ist aktuell wieder in seiner Korrektur. Ja, wir können auch mal schauen, wie tief die Korrektur gelaufen ist. Das hatte ich ja auch schon häufiger genutzt, dieses Tool hier im MetaTrader, wo wir zum einen Fibonacci-Levels einfach einzeichnen können. Ich habe den für mich ein bisschen angepasst, weil mich hier nicht so die einzelnen Levels im Fibonacci interessieren, sondern vielmehr die Korrekturtiefen. Es ist ein Teil meines Handelsstils, aber Sie sehen, Sie können diese Tools hier im MetaTrader auch ganz unterschiedlich nutzen. Und wir sind jetzt hier in dem Bereich einer Korrektur reingelaufen, die hier, Sie sehen es, im Tief bis knapp an die 75%-Marke der vorangegangenen Bewegung auch gelaufen sind. Interessant aus dem Grund, weil der Markt hier gestern direkt unten rangekommen ist und dann wieder hochgelaufen ist. Also hier sehen Sie, das Tief vom Vortag wurde ganz kurz genommen und dann ist diese Kerze hier entsprechend eine grüne Tageskerze gewesen, ein Umkehrsignal innerhalb dieser Abwärtsbewegung. Und das ist interessant, weil wenn diese Umkehr bestätigt wird, haben wir hier das Potenzial, entsprechend nach oben zu laufen. Die Widerstände habe ich Ihnen hier auch mal in den Chart mit reingelegt. Die liegen aus dem Stundentrend um die ungefähr 1,71967. Dann ist das nächste hier bei 1,72315 und hier ist ein Bereich von 1,72490. Sie werden sich vielleicht fragen, Mensch, das ist doch eine riesengroße Kerze. Wo kommen denn hier die Unterstützung bzw. die in diesem Fall die Widerstände im Markt her? Die habe ich aus dem Stundentrendverlauf genommen. Das heißt, ich habe einfach mal geschaut, wo sind hier Level, wo Drehpunkte entstehen könnten. Und da haben wir einmal hier so was ganz, ganz Leichtes. Dieser Bereich hier, der von der Oberseite so ein bisschen mal als Unterstützung gewirkt hatte, ist jetzt natürlich ein Widerstand. Das ist die erste Geschichte. Und dann habe ich einfach auf die Hochs der Trendverläufe hier geschaut, wo entsprechend Drehpunkte sein können, die als Widerstandslinien agieren könnten. Und da bin ich halt auf diese Level gekommen. Ziel erstmal dieser Bewegung, wenn sich dieser Trend fortsetzt, ist natürlich hier oben dieser Bereich um das Hoch bei 1,72928. Bis dahin, Sie sehen es selbst, sollte hier ein Aufwärtstrend bestätigt werden. Also es ist ja mittlerweile ein Aufwärtstrend da. Er hat ja hier sozusagen das letzte Korrekturhoch genommen. Das war ja dieser Punkt hier oben in diesem Bereich. Das war das Korrekturhoch. Hier unten hatten wir dann entsprechend das Trendtief aus dieser Abwärtsbewegung und jetzt läuft der Markt hier trendförmig schön nach oben, ist momentan in seiner Korrektur. Das heißt, zur Bestätigung dieses Signals von gestern sollten wir hier natürlich die Situation sehen, dass der Markt hier diesen Aufwärtstrend wieder aufnimmt. Das heißt, was wir hier momentan sehen, ist ja in der Stunde entsprechend die Korrektur der letzten Bewegung, ist auch schon sehr tief gelaufen und dann wäre es halt zur Bestätigung dieser ersten Handelsidee wichtig, dass der Markt hier hochläuft, diesen Trend entsprechend hier oben fortsetzt. Sie sehen, da können Sie auch als Händler in den kleineren Zeiteinheiten sagen, okay, wenn die Stunde jetzt hier in diesem großen Bild aufwärts gerichtet ist, sind wir jetzt tief korrigiert, da wäre es dann natürlich interessant, wenn der Markt hier im Stundenchart eine Umkehrkerze bildet und dann aus den kleineren Zeiteinheiten, zum Beispiel den 15 oder 5 Minuten hier, den ersten entstehenden Aufwärtstrend zu traden, weil das Ganze hier tief korrigiert ist. Also spannende Geschichte hier in diesem Bereich. Es gibt eine Menge Ansätze in diesem kleinen Zeichen. Das heißt, für den Intraday-Handel ist es interessant zu sehen,
wann wird denn hier eine Kehrtwende entsprechend auch auftreten? Für den mittelfristigen Bereich ganz klar, wir haben ja die Analyse auf Tagesbasis gemacht, wenn hier entsprechend dieses Umkehrsignal bestätigt wird, was wir gestern hatten, dann sollte es hier auch zu weiter steigenden Kursen kommen. Momentan sehen Sie, der Markt hat noch nicht so richtig die Lust, nach oben zu laufen. Also die Situation nach oben hin ist noch nicht erledigt, weil der Markt hat natürlich auch noch die Möglichkeit, innerhalb seines aktuellen Trends tiefer zu korrigieren. Das heißt, hier unten haben wir ja das aktuelle Tief der letzten Trendbewegung. Also hier um den Bereich, was haben wir? Ich gehe mal kurz aufs Kreuzchen, um den Bereich von 1,69,615 ist hier unten das Tief. Bis dahin kann der Markt natürlich auch noch korrigieren. Und da haben wir dann selbstredend Unterstützungen im Markt liegen, hier bei 1,705. Dann haben wir hier die nächste Unterstützung bei 1, um die Marke von 1,70 in etwa in diesem Bereich und dann natürlich hier unten die Unterstützung als Korrekturtief. Wenn das Ganze gebrochen wird, sieht es nicht mehr so schick aus, aber wir werden sehen, Sie haben hier an dieser Stelle beide Möglichkeiten offen. Der Markt kann schön nach oben drehen, dann haben Sie das Potenzial hier hoch. Sollte die Korrektur weiterlaufen, dann wissen Sie, was zu tun ist, wenn Sie das Ganze im kurzfristigen Bereich traden wollen. Im mittelfristigen Bereich können Sie dann einfach sagen, okay, Sie warten um, bis tatsächlich eine Umkehr kommt, um dann wieder in Trendrichtung nach oben zu gehen. Das heißt, diese Setups müssen natürlich immer auch zu Ihrem eigenen Handelsstil und auch der Zeit passen, die Sie entsprechend zum Trading mit aufwenden können. Schauen wir auf das nächste Währungspaar. Das ist der US-Dollar, Hongkong-Dollar. Über den hatten wir vor geraumer Zeit schon mal gesprochen. Das ist ein Chart, der sieht ein bisschen langweilig aus. Ist er vielleicht auch, weil es ist momentan einfach null Bewegung da. Ja? Sie sehen, was hier passiert. Der Markt läuft einfach seit einer gefühlten halben Ewigkeit einfach nur seitwärts. Er dümpelt sozusagen einfach hin und her hier zwischen dieser engen Kursspanne. Was haben wir bei 7, knapp 85 und unten knapp, was haben wir, 7,84. Ich muss mal ganz kurz hinschauen, die Zahlen sind so klein. 8,69 haben wir hier unten diese Linie, die ich hier eingezeichnet habe. Da rennt der Markt einfach hin und her und hin und her. Es ist langweilig, ganz klar. Das ist ein Wert für eine Watchlist. Aber es hat seinen Charme, auch mal so einen Titel mit auf der Uhr zu haben, weil wir haben hier immerhin einen Tageschart. Das heißt, der rennt uns hier nicht davon. Aber wir haben hier im Vorfeld, wann war es gewesen? April, schon mal eine ähnliche Situation gehabt. Ich hatte das ja beleuchtet. Damals war der Fall gewesen, dass wir hier oben irgendwo den Deckel drauf hatten. Dann hatte der Markt hier so ein ansteigendes Dreieck gebildet. Und dann ist der Markt so langsam nach oben geschlichen, so Stück für Stück, und hat hier die Hochs rausgenommen. Aber es kam nicht wirklich viel Bewegung auf. Nicht viel Bewegungsdynamik. Was dann aber interessant war, ist, hier oben gab es dann schon mal so eine kleine Seitwärtsrange. Die hat nicht genauso lange gedauert wie jetzt, aber schauen Sie sich, was passiert ist. Der Markt hat nach oben nicht wirklich Dynamik gefunden. Das wissen wir natürlich als Händler nie, weil wir sind hier im Bereich von Langzeithochs, also von Hochs, die schon lange nicht erreicht worden sind. Man weiß nie, was oben rauskommt. Das ist so ein bisschen die Frage. Man kann hier im Chart nicht einschätzen, wo könnten denn weitere Käufer warten. Das heißt, hier weiß man nach oben hin nie so genau, was kommt. Es könnte zu starken Anschlusskäufen kommen oder aber, wie wir es hier gesehen haben, zu einem Abverkauf. Hier ist der Markt nach oben gelaufen, hat sich hier ein bisschen oben gehalten und hat dann einfach keine Lust mehr gehabt. Und das war so spannend hier in dieser Situation. Als dieser Bruch hier kam, lief der Markt massiv nach unten und da konnte man unter kleinem Risiko sehr, sehr schönes Geld verdienen. Und das ist das Setup, was jetzt hier entsprechend auch gespielt werden kann. Der Markt läuft hier seitlich und ein Bruch auf der Unterseite könnte doch dann wieder relativ gut Dynamik auswirken, weil wir haben hier an diesen Bereichen relativ eng liegend auch die Tiefkurse von alten Handelstagen liegen. Das heißt, das sind Levels, da könnten unter Umständen Verkauforders liegen und die sorgen dann für Kursdynamik entsprechend auch nach unten. Und das hat hier entsprechend dafür damals schon gesorgt, dass wir einen kurzfristigen starken Schub nach unten hatten und so etwas könnte jetzt hier an dieser Stelle auch passieren. Also ein langweiliger Wert, der aber, wenn Bewegung ins Spiel kommt, doch für die ein oder andere gute Performance im Portfolio sorgen könnte. Wenn man hier in die kleineren Zeiteinheiten reinschaut, ist es natürlich das Bild genau das gleiche. Es ist langweilig, es ist nur ein Tingeln hin und her, es ist einfach nichts zu sehen.
womit man was anfangen kann. Aber Sie sehen es halt selbst, wenn der Bruch hier kommt, haben wir hier schön die entsprechenden Tiefkurse der Bewegungen mit liegen. Das ist jetzt aus dem Tageschart herausgenommen. Das etwas Feintuning hier im Stundenchart, sehen Sie diese Marken natürlich, wo hier entsprechend Korrekturtiefs gewesen sind. Das sind dann spannende Anlaufpunkte. Und weil die halt so nah beieinander liegen, könnte es durchaus kommen, dass der Markt hier anpackt und eine kurze Dynamik auch nach unten bringt. Wir werden sehen, was passiert. Er gehört auf alle Fälle immer mal wieder ins Auge gerutscht und auf die Watchlist gelegt. Und damit gehe ich wieder zurück in den Tageschart, und zwar in den Tageschart des Schweizer Aktienindex. Den hole ich Ihnen gleich mal rein. Kürzel hier ist Swiss 20. Wir haben hier einen schönen Markt. Der Markt ist hier, Sie sehen es, in einem hervorragenden Aufwärtstrend gelistet. Wir haben hier in der Vergangenheit, in der vergangenen Woche sogar, haben wir das Hoch hier von diesem Abwärtstrend hinausgenommen. Das heißt, der Markt ist in die Situation gekommen, dass der untergeordnet gebildete Aufwärtstrend auch den übergeordneten Abwärtstrend gebrochen hat. Sehr schön zu sehen. Die Bewegung war sehr lang. Das heißt, wir konnten hier auch erwarten, dass eine Korrektur eintritt. Und diese hier eintretende Korrektur hat jetzt für ein Kursmuster gesorgt, beziehungsweise für ein Korrekturmuster. Sie erinnern sich vielleicht an zwei Charts zuvor, wo wir den Euro-Neuseeland-Dollar besprochen hatten. Wir haben hier so einen Abwärtstrendkanal nach unten laufen als Korrekturmuster. Und das ist immer sehr schön zu sehen, weil wir haben hier enge Kurse. Wir können im Stundenchart auch dieses Ganze schön nach unten sehen. Schauen Sie mal hier, wie schön dieser Abwärtstrend nach unten läuft. Das ist interessant. Und wenn wir dann den Ausbruch auf die Oberseite bekommen, das wäre dann ein Signal für den entsprechenden Einstieg. Wann es soweit ist, das kann man auch nicht so genau sagen. Wir sehen ja selbst hier, gestern hat es der Markt schon mal probiert. Also er ist schon sehr, sehr weit nach oben rangelaufen. Und wir hatten ja die ganzen letzten Tage auch immer die Situation gehabt, dass der Markt nach unten gelaufen ist und dann immer wieder nach oben gekauft ist. Das heißt, es ist dann immer wieder so sogenannter Intraday-Stärke auch gekommen. Und das ist spannend zu sehen, wenn diese Stärke sich irgendwann mal dazu durchsetzt, dass der Markt oben drüber rausbricht, dann haben wir hier im Stundenchart die Situation, dass der Abwärtstrend gebrochen worden ist. Und das ist dann interessant zu sehen, weil das wäre dann als Zeichen zu werten, dass der Markt im Kontext zu dem aktuellen Aufwärtstrend wieder in die Aufwärtsbewegung hereinstartet. Also dieses Chartmuster an sich ist ein sehr gut und profitabel handelbares Muster. Man kann es schön beobachten. Es ist hier keine zeitliche Eile gegeben. Und deshalb sind diese Kursmuster, die sich hier über die Zeit bilden, auch sehr, sehr interessant für diejenigen, die den Handel im nebenberuflichen Bereich betreiben, weil hier können Sie ganz normal Ihre Analyse machen und müssen nicht im 5-Minuten-Chart daneben sitzen, um den Trade auch reinzugehen. Ich denke, ich werde auch den ein oder anderen edukativen Teil hier in diese Richtung mal dazu benutzen, einige Kursmuster näher zu beleuchten. Das heißt, nicht nur auf Umkehrsituationen wie Doji-Kerzen oder Hammer oder Inverted Hammer zu sprechen, sondern dass wir einfach mal auch sowas beleuchten. Wer das mag, gerne einfach auch mal eine Info, was hier an Themen im edukativen Bereich gewünscht ist. Da richte ich mich dann gerne auf auch nach Ihren Wünschen bei der Gestaltung dieser Webinarreihe hier. Also so viel zum Thema des Schweizer Aktienindex in der Korrektur. Wenn die Korrektur nach oben läuft, also nach oben ausbricht, dann wäre hier der nächste Anlaufbereich erstmal in erster Linie natürlich hier oben das Hoch bei knapp 9.020 Punkten. Wird dieser Bereich entsprechend überwunden, dann sehen wir hier das Hoch aus der letzten Trendbewegung, also aus diesem Abwärtstrend. Das liegt bei ungefähr 9.060 Punkten. Und wenn der Markt dann hier drüber läuft, wäre dann ein nächster Drehpunkt im Markt hier dieser Bereich. Das habe ich auch aus dem Stundenchart herausgesucht. Da war tatsächlich auch etwas Halt in diesem Bereich, wo der Markt überlegt hat, in welche Richtung er geht. Das war dann bei den Werten von knapp 9.170 Punkten. Also Sie sehen, auch hier ist etwas Potenzial vorhanden, wenn der Markt nach oben läuft. Wie weit die Korrektur geht, können wir natürlich jetzt noch nicht sagen. Auch diese Kursmuster können sich verändern. Aber ich gehe daraus aus, aus meiner Erfahrung werden diese Kursmuster, wenn sie sich bilden, häufig schön aufgelöst. Vor allen Dingen dann, wenn wir ein gutes und gesundes Marktumfeld haben, wo der Preis einfach Stück für Stück nach oben auch ansteigt. Wann das kommen wird, ich weiß es nicht genau. Am Montag gibt es einige Feiertage. Oder einen Feiertag bei uns auch in Deutschland. Da ist ja Himmelfahrt, wollte ich schon sagen, da ist ja Pfingsten. Von der Seite her diese Muster auch im DAX zu sehen. Im DAX, da hatten wir ja gestern, da kommen wir auch gleich zur Indexanalyse, die Situation, dass der Markt schön nach oben ausgebrochen ist. Wir hatten ja hier eine schöne, starke Bewegung
Die hatten wir ja auch schon vorher miteinander besprochen. Wir hatten geschaut, was hat denn der 200er Durchschnitt gemacht. Den lege ich Ihnen gleich auch nochmal rein. Ganz kurzen Augenblick. Jetzt bin ich gerade blind. Hier haben wir den Moving Average. Zack. Wir hatten ja hier unten die Situation um die 12.000. Wo war es hier unten gewesen? Hier diese 12.660 Punkte Marke. Da lief ja eine ganze Weile der gleitende Durchschnitt 200 lang. Wir hatten hier die Bewegung und dann die Trendbildung im DAX. Hier entsprechend das Korrekturhoch wurde hier rausgenommen. Das hatten wir in der Vorindexanalyse auch drinnen. Das heißt, dieser hier bestehende Abwärtstrend. Ich male hier mal einfach ein Stück davon ein oder ich zeichne es ein. Es ist ja nicht mal nach Zahlen des Trendverlaufes. Da hatten wir hier schön diesen Abwärtstrend im Markt gesehen und wir hatten die Situation, dass hier diese Hochs der entsprechenden Korrekturbereiche rausgenommen wurden. Das heißt, hier ist der Markt rübergelaufen in einer Bewegung, hat dann entsprechend nach dieser Bewegung eine kleine Korrektur gemacht. Die Bewegung lief ja auch trendförmig ab, aber es war erstmal die trendbrechende Bewegung und hat uns jetzt hier den Gefallen getan, den Aufwärtstrend entsprechend zu bilden. Und der ist dann bis hier hochgelaufen und hier hat der Markt so ein klein wenig überlegt, hat dann entsprechend hier im gestrigen Handel natürlich den Schub nach oben auch geschafft. Es ist also eine doch sehr flache Korrektur hier in diesem Bereich gewesen. Auch der Euro hat dazu beigetragen, dass die sinkenden Eurokurse natürlich die Wirtschaftsvoraussetzung für die exportierenden Unternehmen verbessert hat. Und das hat dann natürlich auch Auswirkungen gehabt, entsprechend auf die Indexentwicklung. Also wir sehen hier im DAX, wir hatten eine ganz kleine, kurze Korrektur. Gestern gab es diesen richtig schönen Schub nach oben. Wie es jetzt weitergeht, aufs große Gesamtbild gesehen, wir haben natürlich hier im DAX, wenn wir mal hinschauen, einen Widerstandsbereich jetzt hier kurz vor der Nase bei knapp 12.000. Was haben wir hier oben? Ungefähr um die 13.000, knapp 300 Punkte. Das ist auch diese runden Margen sind häufig auch psychologische Widerstände in diesem Bereich. Und dann sind wir halt gestern auch in einen Bereich reingelaufen. Hier, da ist auch ein leichter Widerstand vorhanden. Sie sehen es, oben war es meine Unterstützung, dann ist der Markt runtergekracht. Jetzt werden wir sehen, wie es hier weitergeht. Kurzfristig könnte es im DAX auch dazu kommen, dadurch, dass wir am Montag hier diesen Feiertag haben, also das verlängerte Wochenende, dass erstmal kurz Gewinnmitnahmen einsetzen. Das weiß ich nicht. Das ist aber häufig ein Zeichen, was wir an den Märkten sehen, dass vor solchen Tagen die Positionen glattgestellt werden, damit man einfach keine Risiken mitnimmt. Ne? Wir haben Italien momentan, wo es so ein bisschen darum geht, die Kreditlinien zu verlängern, die zu verändern, eine etwas ausgabefreudigere Regierung scheint ja momentan an die Macht zu kommen. Das sind alles Dinge, die haben ja gestern einiges an Nachrichten verwirbelt. Danach ist der DAX auch gleich aufgesprungen, weil der Euro auch kurz nachgegeben hatte auf diese Nachricht. Also diese Dinge sehen Sie, wie das Ganze ineinander fließt. Und dann weiß man bei solchen verlängerten Wochenenden natürlich auch nie, was gibt es denn an der politischen Lage. Da gibt es ja in letzter Zeit auch einiges. Jetzt haben wir gestern wieder so ein bisschen Tumulte in Korea gehabt, wo der ein oder andere sich auf die Füße getreten gefühlt hat und beleidigt gesagt hat, da, wenn ihr hier Kriegsübungen macht, dann will ich ein Treffen nicht haben. Also Sie sehen, da gibt es immer wieder mal so ein bisschen Rasseln in der Luft und das führt natürlich hin und wieder auch dazu, dass es nicht hier schnurstracks in eine Richtung geht und das bringt natürlich auch gewisse Risiken über die Wochenenden mit sich. Und wenn dann noch ein verlängertes Wochenende hinzukommt, könnte es unter Umständen sein, dass es nach so guten Tagen wie gestern auch mal ein bisschen zu Gewinnmitnahmen kommt. Wir werden sehen, das Bild hier im DAX auf alle Fälle wirklich auch schön positiv. Wir sehen ja auch andere europäische Indizes, die Hochs schreiben. Wir hatten das ja schon gehabt, wenn wir uns mal hier beispielsweise den französischen Index auch anschauen. Da hatten wir diese Woche auch gesprochen, wo kann es weitergehen. Und Sie sehen ja auch, was hier passiert. Passiert ist. Wir hatten an dem Tag, wo wir es besprochen hatten, hier so das Szenario, wir waren am Widerstandsbereich dran gelaufen. Bei guter Dynamik war das Ziel, hier oben drüber zu laufen. Etwas Korrektur hätte auch passieren können hier unten rein. Sie sehen, der Markt hat das Szenario nach oben gespielt und macht hier entsprechend auch neue Hochs. Also alles im grünen Bereich, das sehen wir auch bei anderen Aktienindizes. Schauen Sie sich mal den Indiz
von Italien an, der ist dann natürlich hier etwas nach unten gelaufen. Also Sie sehen, diese Dynamik, die wir haben, die Märkte laufen im großen Bild wirklich auch schön nach oben. Der spanische Aktienindex hat hier entsprechend auch schon wieder die 200er-Tage-Linie überschritten, hat hier gestern auch ein schönes Umkehrsignal nach diesem Kursrückgang in der Korrektur gemacht. Also Sie sehen, in Europa beginnt auch der Markt sich wieder schön in die Richtung zu bewegen. Was auch spannend zu sehen ist, ist hier die Situation im Euro Stoxx 50. Da hatten wir auch einige Tage nach dem schönen Kursanstieg hier, ähnlich wie im DAX auch zu sehen, das Hoch rausgenommen, hier das Korrekturhoch des Abwärtstrends. Da haben wir auch im DAX das gleiche Bild gehabt, ist hochgestiegen und läuft jetzt schön dynamisch nach oben. Hier gab es dann nochmal um die 200er-Tage-Linie auch wieder so einen kleinen Rücksetzer, der hat allerdings nicht lang angehalten. Und dann hatten wir hier sehr interessant die Situation, dass der Markt hier auch so ein bisschen seitwärts lief in einer Range. Und gestern kam hier auch der erste Versuch, der zarte Versuch nach oben auszubrechen. Also wir sehen auch positive Markttendenzen hier in diesem Bereich. Und wenn sich das Ganze fortsetzt, dann natürlich hier in Richtung der Hochs weiterzulaufen, weil wenn die großen Indizes Hochs schreiben, wird auch der Euro Stoxx 50 durch die Wirtschaft natürlich nach oben laufen, weil viele Unternehmen im Euro Stoxx 50 sind natürlich auch im DAX gelistet. Und wenn diese steigen und den DAX nach oben bewegen, dann haben wir hier mehr oder weniger so ein bisschen Gleichlauf im Euro Stoxx 50 durch die Gewichtung. Und das bringt natürlich diese positive Referenz in diesem Punkt auch rein. Und Sie können den Euro Stoxx 50 auch sehr schön dazu nutzen, eine gewisse Portfoliostruktur auch aufzubauen. Das heißt, wer zum Beispiel sagt, naja, in mein Portfolio passt der DAX nicht ganz so rein, weil er einfach von der Punktewertigkeit zu hoch ist, dann haben Sie hier einen Ersatzindex, wo Sie mit dem Euro Stoxx 50, mit dem Gleichlauf auch gut arbeiten können. Das hat jetzt nicht nur was mit monetären Größen zu tun von der Portfoliogewichtung, sondern Sie können auch sagen, okay, wenn Sie beispielsweise nur einen oder zwei DAX-Kontrakte in Ihrem Portfolio handeln können und dadurch halt kein gutes Money Management machen können, dass Sie auch mal Teilgewinnmitnahmen oder ähnliches machen können, dann können Sie beispielsweise den Euro Stoxx 50 Kontrakt hier handeln. Der ist ja kleiner, der DAX, der ist, Sie sehen ja von der Wertigkeit her, in einem ganz anderen Bereich eingegliedert. Das heißt, der DAX hat ja pro Kontrakt 13.000 Punkte, ein bisschen drüber. Aber wollen wir hier nicht kleinlich sein. Und der Euro Stoxx 50 notiert momentan bei 3.500, knapp 600 Punkten. Sie sehen also, Sie können mit der gleichen Geldmenge hier viel mehr Stücken vom Euro Stoxx 50 kaufen. Und das hat dann natürlich den Charme, dass Sie im Risikomoney-Management natürlich viel effektiver arbeiten können und dadurch natürlich auch, sage ich mal, eine andere Portfoliostruktur gestalten können. Das mal so ein kleiner Ausflug hier in Richtung, wie kann man denn das Portfolio entsprechend auch gestalten? Also, wie schon gesagt, der Euro Stoxx 50 notiert momentan auch. Sie sehen es hier oben in einem Bereich, wo wir ganz leichte Widerstände hatten. Da ist er gestern auch reingelupft. Sie sehen es hier oben, war das mal ein Unterstützungsbereich, der dann gebrochen wird. Und laut Lehrbuch werden aus Unterstützungen dann natürlich immer Widerstände, wenn der Markt runter ist. Und in diesem Bereich ist er hier reingelaufen. Also auch hier die Tatsache oder die Situation, wie wird es weitergehen? Das Grundbild hier definitiv auch positiv zu sehen. Nächste Anlaufpunkte wären dann natürlich hier Überlauf dieses Widerstandes um die 3.600 Punkte. Und dann sehen wir hier im kurzfristigen Bereich das Tageshoch hier in diesem Bereich um die, was haben wir hier, knapp 3.600 und wir haben ein paar eine 30, knapp 40 Punkte. Sie sehen also, wir haben hier auch eng aneinander liegende Tageshochs, die doch durchaus für Dynamik nach oben sorgen könnten, wenn der Markt mit Spannung reinkommt. Also hier das Bild auch weiterhin positiv. Wer kurzfristige Tendenzen auch sehen möchte, der legt sich gerne in den Chart auch mal so ein bisschen die gleitenden Durchschnitte rein. Ich lege jetzt mal hier noch den 20er gleitenden Durchschnitt rein und dann anschließend noch den 50er gleitenden Durchschnitt. Und da können Sie natürlich sehen, wie sich der Markt innerhalb dieser Durchschnitte entsprechend auch verhält, wie sich diese Indizes bzw. die Preise in den gleitenden Durchschnitten bewegen und dadurch natürlich auch Trend Erkennung gestalten und auch sehen, okay, wann haben wir hier denn eine Korrektur? Sind wir momentan in der Bewegung? Und Sie sehen es halt, manchmal kommt es dazu, dass der 20er, Sie können auch mit kürzeren Durchschnitten arbeiten, unter den etwas länger laufenden läuft, dann haben wir eine Korrektur im kurzfristigen Bereich, aber im längerfristigen Bereich haben wir halt weiter noch die Aufwärtsbewegung. Also das können Sie durch die Kombination der entsprechenden
gleitenden Durchschnitte. Sie können hier die SMAs oder die EMAs nehmen. Das spielt keine riesengroße Rolle. Das Bild ist der gleiche, weil der Chart, aus dem sie berechnet werden, ist identisch. Nur die Berechnungsweisen sind hier natürlich etwas anders zu gestalten. Gut, also das dazu entsprechend. Und dann schauen wir mal noch auf den US-Markt hier, auf den S&P 500, und da haben wir genauso ein schönes und interessantes Bild. Sie sehen es auch hier, der Markt läuft schön nach unten. Die 200er-Tage-Linie konnte hier erfolgreich auch verteidigt werden. Der Markt hat hier zwar mehrfach getestet, wir hatten ja darüber gesprochen, wenn hier die Preise nachhaltig unter diese Linie gefallen wären, das wäre nicht so schön für den Markt gewesen, dann hätte es doch durchaus deutlich tiefere Kurse geben können, aber der Markt hat immer wieder mit Stärke entsprechend reagiert, die Wirtschaft in den USA ist sehr, sehr gut am Laufen, im großen Bild haben wir jetzt hier auch sehr schön einen aufwärtsgerichteten Markt, die 200er-Tage-Linie ist drüber, wir sind hier über den wichtigen Bereich auch gegangen von knapp 2720 Punkten, da ist der Markt drüber gelaufen, hat hier so sozusagen einen Aufwärtstrend gebildet, der jetzt etwas in Korrektur ist. Das heißt, das ist ein schönes, charmantes Zeichen. Warum war das wichtig, dass das bestätigt wird, dieser Bereich hier oben? Der war aus dem Grund wichtig, dass wir hier in diesem Markt untergeordnet hier einen Abwärtstrend gehabt haben, der in diesem Bereich hier sein Hoch gefunden hat. Ich gehe auf diesen Bereich gleich ein. Ich will nur mal den Trend fertig zeichnen. Und wir hatten hier die Situation, dass der Markt das Hoch hatte. Das hat er hier rausgenommen. Das war die erste Situation. Der Markt ist dann hochgestiegen, hat dann aber auch wieder tief korrigiert, hat hier also untergeordnet wieder einen Abwärtstrend gemacht. Und hier war es wirklich sehr, sehr wichtig zu sehen, kommt denn Stärke zurück? Und die Stärke ist zurückgekommen. Das heißt, der Bruch dieses Hochs hier war keine Eintagsfliege, sondern wir haben jetzt hier einen Aufwärtstrend und das ist ein schönes Zeichen, ein positives Zeichen. Mittelfristige Kursziele sind dann natürlich, wenn sich die Wirtschaft weiter positiv entwickelt, das letzte Hoch. Das heißt, dass wir Richtung Allzeithochs laufen. Das sind jetzt mal so die charttechnischen Marken. Der nächste Anlaufpunkt wären hier die knapp 2800 Punkte in diesem Bereich. Sie sehen, hier oben gab es immer mal auch etwas Bewegen. Also die 2800 Punkte sind hier der Anlaufpunkt. Kann es weiter nach oben laufen. Wir hatten hier nochmal einen kurzen Widerstandsbereich um die 2830 und dann steht hier oben hier das Allzeithoch auch im Raum, wenn der Markt nach oben läuft. Das sind natürlich mittelfristige Szenarien, die voraussetzen, dass der Markt weiterhin positiv tendiert. Nur das ist das aktuelle große Bild und das ist ja auch das, was wir hier in diesem Bereich damit gerne auch beleuchten möchten. Dafür haben wir ja diese Analyse der großen Indizes und das ist dann auch interessant. So viel dazu. Was ich hier gerne nochmal machen möchte, ist den Euro in US-Dollar auch zu begleiten, weil das ist ja der Index, nein, nicht der Index, die Währung, auf die wir Deutschen in der Wirtschaft auch sehr, sehr stark schauen, weil wir halt in der Außenwirtschaft häufig im Bereich Euro-US-Dollar auch geldtechnisch unterwegs sind. Deswegen nehme ich den Chart einfach mal ganz kurz hier rein. Und hier haben wir momentan, Sie sehen es auch, hier die gleitenden Durchschnitte drinnen. Die 200er-Tage-Linie ist wieder durchschritten worden nach unten. Ich hatte ja im Laufe der Woche auch schon mal über das Thema Widerstandslinien hier auch gesprochen. Ich mache den Chart mal etwas kleiner hier in diesem Bereich und wir haben, wenn wir mal auf die Monate schauen, sehen Sie, wir haben hier eine entsprechende Widerstandslinie im Markt auch drinnen, die schon dafür gedehnt hat, dass der Markt einfach rangelaufen ist und hier nach unten dreht. Und wenn Sie sich hier in diesem Bereich mal das große Gesamtbild anschauen, dann haben wir hier im Großen, bitte jetzt nicht falsch verstehen, das ist wirklich ein sehr, sehr großer Zeitraum. Wir sind hier im Monatschart, ne, unterwegs, das müssen Sie immer wissen. Wir haben hier auf Monate gesehen sozusagen einen Markt, der tendenziell abwärts gerichtet ist. Wir haben hier sozusagen einen Abwärtstrend, der sogar im Monatschart Untertrends uns hier in diesem Bereich gegeben hat. Das heißt, schauen Sie, ich zeichne das hier mal ganz kurz ein, dass wir hier den Markt hier Untertrend gehabt, also hier haben wir hier einen Move nach unten gehabt, einen Trend wieder nach oben als untergeordnete Bewegung sozusagen. Wir haben hier kein neues Korrekturtief geschrieben. Der Markt ist hier nochmal hochkorrigiert, hat dann einen starken Move entsprechend hier nach unten gezogen in diesen Bereich hinein. Und jetzt sind wir wieder auf der Situation, dass wir wieder nach oben gelaufen sind. Wir hatten die Korrektur und der Markt hat an dieser Linie hier stark nach unten gedreht. Wichtiger Anlaufpunkt jetzt in diesem Bereich hier wäre dann natürlich erstmal die Marke, die Kursmarke, die wir hier unten in um die Preise von,
Schauen wir mal hin, was es hier unten gewesen ist, was das Tief hier gewesen ist. 1,15, knappe 7 haben wir hier in diesem Bereich. Wenn das unterschritten wird, dann hat halt auch dieser Aufwärtstrend, der sich hier untergeordnet gebildet hat, auf Monatsbasis wieder den Bruch nach unten. Das sind extrem lange Zeiträume. Nur das zeigt Ihnen hier entsprechend auch das Potenzial, was im Markt auch erscheint. Und wenn wir mal hier uns beispielsweise auch die Woche anschauen, dann sehen Sie, das sind Marken, wo der Markt jetzt hinlaufen kann. Wenn diese Schwäche auch bleibt, ist der nächste Unterstützungsbereich, den der Euro-Dollar hier sieht, um die 1,17, knappe 3, was ich hier unten gesagt hatte, ist hier auch ein Bruch zu sehen. Dann sehen wir auch, was der Tag macht. Der Tag hat ja jetzt hier entsprechend schon einen Abwärtstrend gebildet. Jetzt dümpelt er hier unten so ein bisschen in diesem Level rum. Wir sind nicht mehr allzu weit weg von diesem Bereich hier unten. Was haben wir noch? Knapp ein Cent ist noch da. Ist für kurzfristige Händler eine ganze Menge, für mittelfristige Händler nicht ganz so viel. Also hier kann es auch an Dynamik kommen. Wir können auch schön nach oben laufen. Und was wir hier momentan auch wieder sehr toll sehen, ist, dass aktuell diese Umkehrsignale schön mitlaufen. Das heißt, schauen Sie, hier hatten wir wieder ein Umkehrsignal im Markt, das wurde bestätigt, wusch, kam der Verkaufsdruck rein. Also das ist doch sehr, sehr, sehr interessant hier in diesem Bereich, wie die Markttechnik, das heißt die Trenderkennung sozusagen oder auch nach den Regeln der Dow-Theorie, viele Signale laufen ja auf Trenderkennung und das sind dann die Umkehrsignale, die im Trend sind. Und wenn Sie diese richtig von der Verortung verstehen und wie auch die Trends funktionieren, dann natürlich hier als handelbares Signal zu sehen. Und das macht dann natürlich das große Ziel im Trading aus, um diese Trendverläufe und mit Handelssignalen innerhalb von Trends entsprechend auch Geld zu verdienen. Also hier das Bild im Euro, US-Dollar momentan deutlich abwärts gerichtet. Wie es weitergeht, man weiß es nicht. Rein volkswirtschaftlich gesehen wäre es natürlich logisch, dass die Wirtschaft in den USA sich besser entwickelt, die Wirtschaft in Europa etwas schwächelt, da klafft dort etwas auseinander, was natürlich den Dollar interessanter macht. Die nächste Situation ist die Zinssituation. Wir haben hier in Amerika einen Markt mit steigenden Zinsen, in Europa stehen die Zinsen bei Null. Auch diese Spanne geht weiter auseinander. Das Risikokapital sucht im Endeffekt hier auch Märkte, wo man unter geringerem Risiko gute Renditen erwirtschaften kann. Das könnte dafür sorgen, dass die Nachfrage nach US-Dollar steigt, um zum Beispiel in US-Staatsanleihen zu investieren. Steigende Nachfrage nach US-Dollar aus dem Euro sorgt dann dafür, dass der Euro verkauft wird, der Dollar gekauft wird. Das ist dann für die fallenden Kurse verantwortlich. Das sind natürlich Dinge, die sehen wir dann hier im Chartverlauf vom Euro-US-Dollar auch. Das ist um Dollarsache. Die Euro-Wirtschaft, die profitiert natürlich dann davon, wenn der Euro sinkt. Das heißt, der sinkende Euro kann doch der Wirtschaft deutlich unter die Arme greifen, was dann die Nachfrage nach europäischen Aktien erhöhen kann und dann entsprechend die Indizes mit nach oben bewegt. Und das können Sie hier sehr schön bei Tickmill im MetaTrader 1:1 auch umsetzen, wenn Sie die Indizes entsprechend hier mit traden. Okay, jetzt ist es 9.39 Uhr. An dieser Stelle würde ich sagen, wir gehen dann in den Teil über, wo wir uns mal die Nachrichten der nächsten Woche anschauen. Das ziehen wir jetzt hier nicht ganz so lang. Sie sehen es, wir haben Wochenende in Verlängerung. Ein Feiertag, Montag in Deutschland ist Pfingstmontag, da wird nicht gehandelt. Was gibt es weiter an Nachrichten in der nächsten Woche? Sehen wir am Dienstag Informationen zum Bruttoinlandsprodukt und dem Einkaufsmanagerindex in Deutschland. Das Ganze am Morgen. In den Nachmittagsstunden und Abendstunden gibt es dann aus den USA das Thema Verkäufe neuer Häuser und natürlich die Rohöllagerbestände wie jede Woche Mittwoch. Danach kommt noch das Sitzungsprotokoll der Zentralbank und dann am Donnerstag sprechen wir hier am Morgen über das Bruttoinlandsprodukt auf Quartalsbasis hier erneut um 8 Uhr in der Eurozone in Deutschland erwartet, oder das vorherige war 0,30. Sie sehen es, also Sie können mit diesen Kalendern auch sehr, sehr schön planen, was Erwartungen sind, wie die Prognosen sind. Das sehen Sie darauf immer schön. Dieser Kalender hier ist übrigens von investing.com. Das ist der Wirtschaftskalender, den ich mir hier entsprechend auch in der Vorschau gerne auch regelmäßig mit anschaue, wenn ich es nicht über meine Handelssoftware hineinbekomme. Dann geht es am Donnerstag noch weiter. Die EZB veröffentlicht um 13.30 Uhr den Bericht des geldpolitischen Treffens. In den USA gibt es dann am Nachmittag nochmal das Thema Verkäufe bestehender Häuser. Und am Freitag, ganz wichtiger Index, der IFO Geschäftsklimaindex um 10 Uhr. Am Nachmittag dann in den USA der Auftragseingang für langlebige Güter und
FED-Vorsitzender Powell hält eine Rede. Das am Nachmittag. So viel zu den Terminen hier. Entsprechend auch für die nächste Woche. Und da an dieser Stelle komme ich zu dem Punkt, was ich vorhin angesprochen hatte, dass ich eine Aufzeichnung mal kurz unterbreche und wir dann direkt mit dem edukativen Thema weitermachen.